habe wirklich nur die Hände dran. Hallo und herzlich willkommen zu Yumi. Heute geht es wieder mal um Minimalismus und was Minimalismus hier in Ecuador bedeutet, weil es oft nicht ganz freiwillig ist, und was hier Luxus bedeutet. Also ich meine, in Deutschland sind Luxusgüter oder auch Luxus an sich etwas ganz anderes. Und hier werde ich euch am Ende des Videos einfach mal berichten. Hinter mir brennt das Feuer. Da kocht hier irgendwas drauf. Ich sitze hier gerade mit meinem Tee. Draußen ist es richtig, richtig kalt. Aber wie gesagt, was Minimalismus für mich bedeutet in Ecuador, was mein Blick geändert hat auf den Minimalismus und was letztendlich Luxus ist, am Ende des Videos. Jetzt erstmal eine Roomtour. Bis gleich. So, das ist unser Zimmerchen. Haben wir zwei Betten, da schlafen die Kleine und ich. Da schläft die Große. Bei der Großen schlafe ich, wenn mein Sohn uns besucht. Der ist nämlich oft bei seinem Papa unten. Und dann schieben wir meist auch die Betten zusammen und dann schlafen der Große und die Kleine Maus da. Und meine Mittlere und ich da. So, heute haben wir auch ein bisschen Wäsche aufgehängt, weil es regnet seit 7 Tagen. Und es sieht auch draußen schon wieder so aus, als ob es regnet. Ich hoffe, ihr hört mich gut, weil da unten drunter ist nämlich eine Schreinerei. Und die hämmern ganz schön laut heute wieder. Hier haben wir auch eine kleine Wäscheleine. Da haben wir einen kleinen süßen Schreibtisch. Da ist von der Kleinen. Und da liegt das erste Luxusgut, was wir hier haben. Zwei Wärmeflaschen. Zwei wunderschöne Wärmeflaschen, die uns echt hier was nützen. Denn Heizung gibt es hier nicht. Und manchmal ist es so kalt. Also jetzt haben wir ja Januar. Und Januar ist wohl der kälteste Monat hier. Und da sind wir ganz froh, wenn wir die haben. Und da sind wir auch froh, wenn wir im Familienbett schlafen dürfen. Oder uns zusammen kuscheln können. So, hier ist Schreibtisch Nummer 2. Und hier haben sie irgendwas gebastelt. Ich weiß nicht. Ah ja, genau, da haben sie ein Ei gefunden und wollten es eigentlich ausbrüten. Aber das hat leider nicht ganz funktioniert. Haben sie ihren Karton irgendwo draußen gesucht. Ach so, hier, falls ihr euch fragt, was das ist. Das ist unser Pipi-Top, weil nachts rausgehen haben wir natürlich überhaupt gar keine Lust. Denn unsere Toilette ist nicht hier drin, sondern raus. Vom Schreibtisch aus. Zeige ich euch jetzt mal so. Da unten ist ein Mechaniker. Ein Automechaniker. Also da hinten dieses Toilettenhäuschen, hinter diesem Bäumchen, da ist unser Toilettenhäuschen. Da könnt ihr nochmal das andere Video anschauen zum Tagesablauf, da habe ich das Toilettenhäuschen mal gefilmt. Dann geht es hier raus in ein großes Wohnzimmer, das gehört allerdings nicht uns. Aber trotzdem, also hier auf dem Sofa dürfen wir schon sitzen. Hier kommt die Familie dann und bügelt, also sie haben hier einen Bügeltisch, kein Bügelbrett, so wie es bei uns ist, so extra gekauft, sondern die legen einfach eine Decke runter und so ein Baumwolltuch drüber und dann bügeln sie. Hier habe ich mir eine kleine Ecke erobert. Bisschen dunkel. Und zwar einfach nur für, weiß nicht, ja, für meine ganzen Sachen. Für meine Videos zu schneiden, für meine Texte zum Schreiben. Und für meine Bücher natürlich, wenn ich meine Bücher schreibe. Hier habe ich meinen ganzen anderen Krempel gehortet, was ich so brauche. Kinderbücher liegen da auch dabei. Und hier haben wir auch wieder eine wunderschöne Aussicht. So. Dann das, da geht es ins Zimmer rein, da steht noch ein Schrank, der gehört auch nicht uns, das gehört auch nicht uns. Hier haben wir noch unser Weihnachtsbäumchen, den wir dann am 6. Januar abschmücken. Und der Mülleimer, der besteht einfach nur aus einem Karton mit einer Tüte drin. Und dann geht es auch schon raus in die wunderschöne Natur. Und die Mädchen machen da gerade eine Hasenleine. Die Hunde sind natürlich, hier muss man ein bisschen aufpassen. Der eine hat nämlich, der Große hat den einen kleinen schwarzen Tod gebissen. Und jetzt versuchen wir sie gerade so ein bisschen aneinander zu gewöhnen, dass sie sich nicht totbeißen. Oder die Mädchen machen das. Wo die noch kommen. Genau, ja. Und da sind die Muckis. Guck mal, ich habe schon abgemessen den Bauch von meinen. Ja. Ja. Und dann mache ich jetzt so hier noch so einen Stoff und unten so. Denke, wie es ist, so und dick. Dann noch so ein Hals. Na mal gucken. Sonne. Weiß nicht. Und da unten geht es zur Küche. Die zeigt. Ah ja, genau. Keine Tiere im Haus. Da unten ist die Küche. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Hier ist die Tulpa, nennt sich das. Das kleine Häuschen, wo wir
Tulpa. Wir sagen da einfach Tulpa zu. Das ist eine Tier-App. Das ist ein kleines Häuschen, wo wir das Feuer drin gemacht haben in dem anderen Video. Und da hinten dran, da ist unser kleines Stück, was wir bewirtschaften dürfen. Ich gehe jetzt mal runter mit euch. So, hier geht's jetzt in die Küche. So, da steht der Gasherd. Und da die Abwäsche. Also Gasherd, ne? 6 Flammen, große Familie und so weiter. So, hier ist die Abwäsche. Und ja, das ist einfach nur aus Fliesen gebaut. Und hier ist auch ein kleiner Abfluss. Schwupps. Und nebendran stehen die Schweineeimer. So. Und hier ist der große Esstisch. Da sitzen wir, essen, lachen und haben Spaß. Und da geht's wieder raus. Der Kühlschrank ist gerade kaputt. Und hier, da hinten, da kann man noch mal sehen, wo ich dann bepflanze. Und ich habe gesehen, überall ist so Gitter, oder beziehungsweise in der unteren Etage sind Gitter, damit hier nicht geklaut wird. Weil manchmal kommen hier echt welche hoch und die klauen sogar Töpfe. So, dann geht's aus der Küche wieder raus. Hier rum. Und da ist das wunderschöne Stück, aber das zeige ich euch nochmal in einem extra Video. So, jetzt bin ich hier unten in dieser Tulpa angekommen, nennt sich das, oder in diesem kleinen Häuschen und sitze wieder am Feuer. Die Suppe kocht noch und ja, also ihr habt gesehen, wir leben echt spartanisch, ist es aber, und in einem Zimmer vor allen Dingen. Es ist aber für viele, viele, viele Leute oder für viele Familien ganz normal in Ecuador in einem Zimmer zu leben. Also dieses Luxusangebot, dass jedes Kind ein Zimmer hat oder so, das gibt es hier vielfach nicht. Natürlich gibt es ja auch Leute, die viel Geld haben und die, wo jedes Kind ein Zimmer hat und die wirklich die dicksten Autos fahren und so. Aber es gibt eben auch die Kehrseite. Hier oben zum Beispiel, wo ich jetzt bei diesem Bauernhof bin, ist ein weiteres Luxusgut, echt. Die Waschmaschine, weil hier waschen echt alle mit der Hand, also ich auch. Und es kostet mich wirklich, also so einen Wäschekorb voll zu waschen, den ganzen Vormittag. Das sind 4 Stunden, wo ich dann alles einseife, mit Wasser wieder ausspüle, aufhänge. Und glücklicherweise trocknet das hier oben ziemlich gut, weil die Sonne mittags ziemlich heiß ist. Aber es kommt auch vor, dass es mal ein paar Tage nacheinander regnet und dann trocknet die Wäsche gar nicht. Genau, die Waschmaschine. Dann weiteres Luxusgut, was wir in Deutschland haben. Bei uns ist es ja auch etwas kälter, das ist die Heizung. Also hier ist es auch schon kalt, weil wir jetzt auch irgendwie die Winterzeit haben. Also es kann schon bis auf 6, 7 oder 5 Grad in seltenen Fällen runtergehen in der Nacht. Und ich habe manchmal wirklich so, so kalte Füße, dass ich, also gestern war ich richtig wütend, weil ich meine Füße nicht warm gekriegt habe. Also wir haben Wärmeflaschen, Gott sei Dank, das haben die anderen alle nicht. Und man schläft einfach manchmal nicht ein, weil die Füße echt, echt kalt sind. Also Heizung andrehen gibt es hier nicht. Ich glaube, das gibt es auch in Spanien und Portugal und so gibt es das auch nicht. Aber hier wird es in den Bergen schon kalt. Und hier gibt es das auch nicht. Also das ist ein weiteres Luxusgut. Dann die geliebte Badewanne. Also hier wird nur mal schnell geduscht und so, die Bäder sind mit Fliesen ausgestattet. Und es kommt schon warmes Wasser raus, auf jeden Fall. Manchmal auch kaltes Wasser. Aber hier oben ist das Wasser warm, unten hatte ich nur kaltes Wasser. Also bei meinem Ex-Mann, bei der Familie in der Wohnung, da war irgendwie was nicht eingebaut. Und deshalb haben wir dann nur mit kaltem Wasser geduscht. Hier oben gibt es warmes Wasser. Aber trotzdem, wenn man unter der Dusche steht, das Feuer knallt. Ordentlich. Also trotzdem, wenn man unter der Dusche steht, ist es schon kalt. Also ich dusche hier nicht so häufig und mir ist es auch egal, muss ich ehrlich sagen. Ob ich jetzt, also ich habe nicht so das Gefühl, dass ich stinke. Aber trotzdem, also zweimal die Woche reicht mir völlig aus, weil mir das einfach viel zu kalt ist. In Deutschland habe ich mich öfter in die Badewanne gelegt. Und das ist so ein Luxus, den ich mir, obwohl ich minimalistisch lebe und obwohl ich es auch freiwillig tue, den ich mir echt ab und zu mal gönne. Das mit der Wäsche, Waschmaschine, das weiß ich nicht. Also es macht mir, es kostet Zeit, aber es macht mir nicht so viel aus, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Und ich finde, es hat auch so eine Art meditative Wirkung und es macht mir auch Spaß. So, die Heizung. Gut, also Heizung werde ich wahrscheinlich nicht haben in meinem Grundstück, Jurte, was auch immer da kommen wird.
Aber definitiv wird es ein Kamin sein, weil die Kälte, die halte ich auch nicht aus. Das gehört, trotz Minimalismus wird es zu meinem Lebensstil gehören. Ansonsten ist auch das Essen hier viel, viel gesunder natürlich auf der einen Seite, weil die wirklich von dem leben, was sie haben. Ich drehe mal kurz um, weil da gibt es nämlich, die haben nämlich gestern Kartoffeln geerntet. Wir waren leider nicht mit unten, weil die Kleine ein bisschen Fieber hatte. Also die Familie war gestern den ganzen Tag unten und hat Kartoffeln geerntet. So, wie gesagt, ich habe auch schon in meinem anderen Video gesagt, es wird Kartoffeln, Mais, Bohnen und Kürbis wird hier am allermeisten verarbeitet. Es gibt natürlich auch mal ab und zu Süßigkeiten oder dann gibt es auch dieses Weißbrot, was nicht so gesund ist. Aber letztendlich sind die Rezepte, also die traditionellen Rezepte, die sie hier kochen, sehr, sehr einfach. Sind schon mit Milch auch, weil sie hier direkt die Kühe haben. Und dann sind sie natürlich auch mit Eiern, weil es hier Hühner gibt. Ab und zu gibt es dann auch mal Fleisch, wenn ein Huhn totgebissen wurde oder wenn ein Huhn geschlachtet wird. Und ich finde das, bei dieser Lebensweise hier finde ich das durchaus vertretbar, weil den Hühnern geht es gut, der Kuh geht es gut, die Kälbchen werden weiter gesäugt oder beziehungsweise trinken weiter von der Mutter. Und deshalb finde ich das total vertretbar. Denn oft wird hier doch ums Überleben gekämpft. Oder was heißt ums Überleben? Das will ich jetzt nicht mal direkt sagen. Also es geht denen schon gut, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die Luxusgüter, die wir als Luxusgüter in Deutschland ansehen, wie, ich weiß nicht, ein warmes Frühstück mit Käse und Eiern und Wurst und was weiß ich, das gibt es halt hier einfach nicht. Sondern hier wird wirklich von dem geliebt oder gelebt, was das Land hergibt. Und das ist für mich schon eher Luxus, als jetzt sozusagen ein reich gedeckter Frühstückstisch mit Sachen aus dem Rewe, Edeka oder Co. Also da ist für mich hier eher der Luxus. Waschmaschine, ich glaube, wenn die Waschmaschine hätten, dann wäre das für sie auch schon ein Luxusgut. Heizung ist auch absolutes Luxusgut. Wie gesagt, allerdings für mich kommt das nicht in Frage. Mir reicht ein Kamin, an dem ich mich dann wärmen kann. So, ja, also das war es erstmal von hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne diesen sogenannten Daumen hoch. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.